Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt Lost Planet 3. Ich bin Octorave und ja, das ist mein nächstes Projekt, was ich jetzt angefangen habe oder anfangen werde. Ich hatte bis jetzt nur mal ins Startmenü geguckt, praktisch hier rein und in die Option. Da fällt mir ein, dass das Audio, die Audio-Sachen werde ich mal ein klein Stück leiser stellen. So, das habe ich nämlich vergessen. Ansonsten habe ich alles, also eigentlich bloß mal die Grafik eingestellt. Mehr habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, ich weiß auch gar nicht viel mehr. Also ich habe es nur mal immer gesehen bei Steam. Und ich glaube, es ist ein Shooter, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich weiß eigentlich wirklich gar nicht, was es ist. Und ich habe auch die Vorteile nicht gespielt. Also die Vorgängerteile, nicht die Vorteile. Und würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, neues Spiel. Ich würde sagen, einfach ist mir meistens zu einfach, aber normal ist dann schon wieder. Ich mach mal normal und mal gucken, wie ich das schaffe. Wie ich mich anstelle. Bitte sag doch was. Diana. Was? Was ist? Du bist auf meiner Hand. ganz ruhig, ich grabe dich aus. Dein Harmonisierer ist hin, aber du hast jetzt meinen. Gibt nicht viel Teeenergie hier, aber. Hat es geklappt? Sind sie in Sicherheit? Denke schon. Der Einsturz hat ihnen Deckung gegeben. Wenn sie dem Plan folgen, sind sie mehrere Meilen tief, wenn der Weg durchbricht. Gut, gut. Dann musst du weg sein. Vergiss es, alter Mann. Du bist meine Familie. Ich lass dich nicht hier. Mist, warum rührt sich das Ding nicht? Hast einen Dickkopf wie deine Oma. Meine Schuld. Hätte ich nur auf dich gehört. Nein, du hattest recht. Ich hab das alles verdient. Ist doch völlig egal, vergiss es einfach, bitte. Wenn man so lange Geheimnisse hatte, ist es schwer, sie preiszugeben. Du hast ein Recht, gewisse Dinge zu wissen. Dafür ist später Zeit. Hör auf. Komm schon. Verdammt. Diana. Hör auf. Okay. Weißt du, damals auf der Erde hat mein Vater geglaubt, man müsse seine Sünden beichten, um Vergebung für sie zu bekommen. Er hatte nie die Chance dazu, aber vielleicht ist das jetzt meine. Es stand schlecht um die Erde, als ich sie verließ. Ich war 32, als die mich angeheuert haben. Eine lukrative Chance voller Risiken. Als Teil unserer Expedition zu einer unbekannten Welt. 50 Jahre ist das her. 50 Jahre mit den Folgen meiner Entscheidungen leben. 50 Jahre, seit ich uns alle verdammt habe. Also für 82 sieht er noch verdammt rustig aus. Das spielt man wohl praktisch in seine Sünden. Thank you.
Oh nein. Tja, das war's mit Lost Planet 3. Danke fürs Zugucken. Suchen. Hängt davon ab, wie weit uns der Sturm abgetrieben hat. Wie auch immer, der Sender, mit dem man uns eigentlich hätte finden sollen, ist beim Absturz abgebrochen. Ohne ihn wird man uns kaum finden. Wir sollten ihn suchen. Sie bleiben hier, ich suche das Ding. Ja, und dann nochmal, damit nochmal herzlich willkommen zu Lost Planet 3. Ich dachte ja jetzt irgendwie, man spielt mit dem Mädel. Schade. N, um Navmarker anzupingen. Hä? Ah, so. Sieht schon echt schick aus. Nur bei den. Doc, ich glaube, wir sind hier nicht allein. Ja. Bei den Mundi-Animationen fand ich teilweise auch schon sehr schick und teilweise hatte ich das Gefühl, die waren irgendwie nicht da. Aber könnte mich auch geirrt haben. Oh, da dreht sich was. Ja, das wollte ich gerade sagen, das fliegt bestimmt gleich ab. Wenn das mal bloß nicht der Transponder war. Und wenn doch? Was dann? Oh. Es werde Licht. Cool. Nee. Ich dachte, das war hier ein Action-Shooter und nicht irgendein Horrorspiel. Geht noch. Ah, sind bestimmt irgendwelche nachtaktiven Viecher, die jetzt Licht nicht so mögen. Oder die verstecken sich erstmal bloß. Ich habe eine Waffe, du. War einfach. Macht er wieder alles selber. Ah, vielleicht doch ein Shooter. Mal gucken. Wie gesagt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von dem Spiel. Bis auf. Oh. Nein. Oh oh. Nicht gut. Boah, ich bin schon wieder mega schlecht im Zielen hier. Schnell. Irgendwie. Waren das jetzt schon alle? Kann doch nicht sein. Ich muss noch mal ganz kurz in die Optionen. Freies Ziel? Was? Das ist ein kleines Zielhilfe. Kleines mir runterstellen. Irgendwie ist das gerade ein bisschen komisch. Normalerweise habe ich die Empfindlichkeit immer recht weit oben. Aber das ist ja irgendwie komisch. Habe ich hier unendlich Munition eigentlich? Mit der Kanone? Ah, Mensch. Ah, ich bin aber auch ein bisschen schlecht. Naja, das kriegt man schon noch hin. So, ah, da ist auch schon der. Da ist der. Natürlich an der letzten. E. Ich drück mal E. Und fachmännisch rausgebaut. Oh, das ist bestimmt ein großer. Oder ganz viele. Muss ich die jetzt erschießen? Kann ich die nicht einfach weiterlaufen lassen?
Oh. Oh, oh. Was? F. F, 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 F. Jetzt wieder Tastenvergewaltigung. So. Geil. Hier kommt die Kavallerie. Ha! Ein Rapper. Besten Dank. Du hast was bei mir gut. Oui, oui, le roi, c'est moi. Später, später. Geh zurück zur Kapsel und pass auf, dass... Oh. Da bin ich zu früh in den Ladebildschirm rein, oder? Das Spiel ist mir gerade abgeschmiert. Nö, Kovac, doch. Dr. Kendrick Kovac. Und nicht Kenny. Hey, Hutchins mein Name. Der freundliche Franzose ist La Roche. Hast du eine Kanone mit großer Reichweite dabei? Ich nicht. Aber irgendwo in dem Schiff habe ich eine 3006er, altes Familienerbstück. Keine Ahnung, wo die ist. Aber ich habe ja meine Pistole. Das dürfte reichen. Sekunde mal. Ich ziehe mich nach drinnen zurück. Viel Glück da oben. Da sein Pistölchen. Ja, und nu? Ihr habt Schwein gehabt, dass ihr in einem Stück runtergekommen seid. Der Sturm kam ganz plötzlich. Dr. Roman sagt, euer Eintrittskorridor war frei. Er weiß der Henker, was da los war. Allerdings hat sie letztens bei vielem falsch gelegen. Toll. Das meinte der Typ bei der Rekrutierung mit nicht aggressiven eingeborenen Wesen. Mann, du musst noch lernen, dass man das, was Nevek erzählt, nicht für bare Münze nehmen sollte. Geh lieber gleich davon aus, dass die dich verarschen. Na, na, na. Du hörst dich ja wie Diaz an. Hey, du kannst sagen, was du willst, aber sie hat die richtigen Fragen gestellt. Klar, wenn du meinst, dass sie immer mit ihren Verschwörungstheorien angefangen hat, wenn man mal was trinken wollte. Warum für eine Firma arbeiten, der man sowas vorwirft? Wer ist denn diese Diaz? Offenbar ein Original. Du bist ihr Ersatz. Sie war Freelancer wie du. Und dann ist sie verschwunden. Mann, diese Kapsel kommt keinen Moment zu früh. Ui, das Brot ist altbacken und die Pornos ebenso. Ich wette, Braddock wird... Ach du Scheiße! Auf dem Ding oder oben? Nein, ich hab's irgendwie geschafft, am Leben zu bleiben. Was jetzt? Dein Klimaanzug ist innerhalb der Versorgungsreichweite meines Banks. Du solltest zusätzliche taktische Anzeigen sehen. Minikarte, Radar, Details zur Zuladung. Solange du dich in der Nähe meines Mechs befindest. Tu me comprends? Abgemacht. Nutze dein Radar, um sich nähernde Feinde auszumachen. Pass auf! Hey, Anfänger! Sammle das leuchtende, orangefarbene Blut auf, das die Tiere zurücklassen. Das brauchst du für später, nicht wahr? Okay, sammeln wir also Blut ein. Dies und das und jenes. Na, lass mich halt einsammeln. Nee! Hä? Achso, da war gar keiner. So. Piu piu. Ein Schießspiel. Wusste ich's doch. Oh, jetzt. Die Schneekasse hat's erwischt. Hey, du bist doch Ingenieur, oder? Kannst du sie reparieren? Ja, ich weiß jetzt, woran's hakt. Eine Sekunde. Anfänger, weißt du, wie man was repariert? Erst musst du die passende Reparaturfrequenz finden. Ja, danke, Boss. Ich weiß, was ich hier tue. Nur zu.